Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Clinician Scientists, im Namen der Deutschen Forschungsgemeinschaft möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Gerne wäre ich heute persönlich zu Ihrer Eröffnungsveranstaltung nach Essen gekommen und hätte das erste Jahr mit Ihnen zusammen gefeiert. Denn der Deutschen Forschungsgemeinschaft liegt die Förderung der Clinician Scientists Programme besonders am Herzen. Forschung, Lehre und Patientenversorgung gehört eigentlich zu den grundsätzlichen Aufgaben und dem Leistungsspektrum einer Universitätsmedizin. Und dennoch ist die Vereinbarkeit von klinischer Tätigkeit und Forschung aus den unterschiedlichsten Gründen für Sie in den letzten Jahren immer schwieriger geworden. Die Frage nach einer besseren Vereinbarkeit von klinischer Tätigkeit und Forschung kann aber nicht von Ihnen alleine oder von einer einzelnen Klinik, sondern muss strukturell und gemeinsam beantwortet werden. Aus diesem Grund hat die Senatskommission für Grundsatzfragen in der klinischen Forschung der DFG ein Konzept für ein Clinician Scientist Programm erarbeitet und die medizinischen Fakultäten im Rahmen einer Ausschreibung aufgefordert, standortbezogene Konzepte zum Auf- und Ausbau von Clinician Scientist Programmen vorzulegen. Frau Professorin Führer-Sakel ist mit ihren Kolleginnen und Kollegen dieser Aufforderung erfolgreich nachgekommen und konnte nun mit Hilfe der DFG dieses Essener Clinician Scientist Programm aufbauen. Dieses Programm soll Ihnen, liebe Clinician Scientists, helfen, die Herausforderung von klinischer Tätigkeit und hochwertiger Forschung noch besser zu meistern. Nutzen Sie die geschützte Zeit für Forschung, die Ihnen das Programm bietet, und fordern Sie Ihre Mentorinnen und Mentoren. Diese werden Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche und spannende Zeit und hoffe, dass wir uns vielleicht im nächsten Jahr persönlich kennenlernen. Mit den besten Grüßen aus der DFG, Ihre Anke Deggerich.